Sonys Ego-Shooter Farpoint verfrachtet PS4-Spieler auf einen Wüstenplaneten voller hungriger Weltraumkäfer. Zwar lässt sich die intensive Monster-Hatz auch mit einem normalen Gamepad spielen, richtig Fahrt nimmt das Ganze aber erst mit der eigens für VR-Titel entworfenen Controller-Kanone auf, die im 140 Euro teuren Deluxe-Paket mitgeliefert wird, zumal man sich in den geradlinig aufgebauten Level auch noch frei bewegen kann. Ein intensives Action-Gewitter, das PlayStation VR schon zum Start gebraucht hätte. Wer schon immer auf der Brücke eines Sternenflottenraumschiffs Platz nehmen wollte, bekommt in Ubisofts Simulator Star Trek Bridge Crew für VR-Headsets wie Oculus Rift, HTC Vive und PlayStation VR jetzt seine Chance. An Bord der USS Aegis soll man einen unbekannten Sektor erforschen, Klingonenflotten in die Flucht schlagen oder Kolonisten von explodierenden Planeten retten. Wie? Durch Teamwork. Bis zu 4 Spieler tun sich zusammen, um als Taktikoffizier, Steuermann und Ingenieur die Anweisungen des Captains umzusetzen. Das gemeinsame Vorgehen und die tolle Bewegungssteuerung machen Bridge Crew zum wahren Erlebnis. Vor allem, wenn man im Spielmodus fortlaufende Reise Dienst an Bord der Original USS Enterprise leistet. Nur grafisch sollte man sich nicht allzu viel erwarten. Das glatte Gegenteil: Everspace. Die Raumschlachten des deutschen Kickstarter-Hits sind ein echtes Spektakel. Zumal ebenfalls die VR-Brillen HTC Vive und Oculus Rift unterstützt werden. Eine PS4-Version ist für Herbst geplant. Das Hamburger Studio Rockfish Games schickt Hobbypiloten in ein nach dem Zufallsprinzip erschaffenes Arcade-Universum. Hier tobt ein erbitterter Echtzeitkampf um Ressourcen und Konstruktionsblaupausen. Wer es schafft, sein Schiff aufzumöbeln, steigert Überlebens- und Siegeschancen erheblich. Wer stirbt, und das gehört zum Prinzip, verliert alles bis auf seine Credits. Die Geschichte ist zweitrangig. Für die nötige Motivation sorgt neben den freischaltbaren Upgrades vor allem die Neugier, was einen wohl nach dem nächsten Sprung erwartet.